Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Görtler. Heute ist Freitag, der 18.09.2015. 9.45 Uhr ist es ganz genau und wir blicken auf Tag 1 nach der FED-Zinsentscheidung. Wir haben überraschenderweise keinen Leitzins gesehen. Quantitative Easing 4 und negative Zinsen wurden angesprochen. Dennoch, letztendlich muss man sagen, profitierten die Aktienindizes nicht wirklich davon, was mich deutlich überraschte, denn Quantitative Easing 4 war bislang gar keine Option. Das ist wie wenn man nach Düsseldorf fährt und dann mitten auf der Fahrt dahin sagt, okay, wir fahren nach Hamburg. Das ist natürlich schon eine kleine Veränderung in der ganzen Sache. Aber das, da reagierten die Aktienindizes eigentlich kaum drauf. Kurz bullisch ging es rauf. Ja, wir hatten gesagt, mit dem Ausbruch ab 16.720 hat er Platz bis 17.000. Er ist aber dann hier schon wieder bei 16.950 Punkten gedreht, also knapp 50 Punkte. Auch über der 17.000er-Marke. Der Ausbruch als solches war in Ordnung, aber die FED hat natürlich hier Ne, durchaus starke Volatilitäten ausgelöst. Ich war ein bisschen überrascht auch, dass der DAX da auch überhaupt nicht von profitieren konnte, aber das lag vorrangig daran, dass der US-Dollar dann vermutlich abverkauft worden ist. Ich meine, von Zinserhöhung zu Quantitative Easing 4, ich glaube, mehr Kehrtwende geht nicht, ähm, beziehungsweise negative Zinsen wurden auch schon diskutiert. Das hat ja Janet Yellen gestern gesagt. Ähm, naja, und da muss man ganz klar sagen, dass hier der Markt weiterhin seitwärts gerichtet ist, der US-Dollar extrem schwach, das muss man sagen, der verlor ja gegen fast alles. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn man merkt, die Fed macht eigentlich weiter so wie bisher wiederholte so ein bisschen die Floskeln, abwarten auf den Arbeitsmarkt, abwarten auf den Immobiliensektor. Das ist mehr oder weniger so seit zweieinhalb Jahren das Mantra, das man vor sich herträgt. Charttechnisch gesehen, wenn wir da jetzt mal den Bogen spannen wollen, hat sich äh, im Dow Jones äh, ein kleiner Ausbruch vollzogen, der allerdings wieder dann zurückging. Im DAX, der sich schon seit Mittwochnachmittag schwach zeigt, sehr schwach zeigt, vermutlich auch aufgrund des äh, heutigen Verfallstages. Muss man sagen, pendelt hier, eiert hier in der Seitwärtsphase rum. Ähm, ist jetzt hier in der unteren Begrenzung angelangt, daher jetzt erstmal keine Short-Position mehr. Ich würde gerne den Durchbruch hier handeln. Bleibt immer noch dabei, 10.050. Ähm, ansonsten sieht man, dass das Vortageshoch eine signifikante Bedeutung für den Chart hat. Also alles ab 10.350 ist hier deutlich long. Alles unter 10.050 ist deutlich short. Ähm, was die amerikanischen Indizes angeht, die sind noch relativ bullish. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen zu denken gibt, ist dieser potenzielle Fehlausbruch. Ohne die FED wäre vermutlich hier diesbezüglich sowas nicht passiert. Das sind halt Nachrichten, damit muss man rechnen. Aber die 16.720 muss er wieder zurückerobern. Also das ehemalige Ausbruchsniveau ist jetzt auch zwingend hier das neue Ausbruchsniveau. Und darunter ist er zwar leicht stabilisierend, aber sehr fragil. Also er muss mir schon noch mal die 16720 geben, genauso wie im S&P 500 die 1994er Marke. So und dann kann man davon ausgehen, dass die 16780 und oder die 17000 kommt. So, weil so muss man ganz klar sagen, Zocker zurück, aber das ist prinzipiell noch nicht wirklich schlimm. Aber er muss halt jetzt eben nachliefern. Und wenn er das nicht macht, dann sieht das nicht wirklich positiv aus. Aber der Dow Jones ist mir noch temporär zu stark für einen Short. Wir werden sehen. Da gefällt mir der DAX-Short sowieso besser, weil der kann ja sich kaum stabilisieren. Das nur vorab. Nun ja, was haben wir noch auf dem Plan? Euro-US-Dollar-Long ist sicherlich ein Kandidat. Ist hier durchgebrochen. Wir hatten gesagt, wenn es über die 1,13,70 geht, ist er Long. Ja, gut, jetzt hat er jetzt hier maximal 40 Pips gemacht seit gestern. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber zumindest einigermaßen zufriedenstellend. Hier ist er weiterhin long. Gerade der Durchschuss gefällt mir sehr, sehr gut durch das Vorwochenhoch. Also, das spricht auch weiter für einen fallenden DAX. Zumindest, wenn der Euro so stark bleibt wie jetzt, weil die negative Korrelation lässt sich auch nicht wegdiskutieren. In dem Fall ähm, gehe ich hier von weiter steigenden Kursen aus. Im Euro US-Dollar bis 1,16 dann hier in diesem Atemzuge Euro-Britisch-Fund. Ich hatte ja gestern schon gesagt, wenn der Markt, wenn der US-Dollar verkauft wird und der Euro davon Euro US-Dollar davon profitiert, profitiert in der Regel auch Euro-Britisch-Fund. Und da wäre noch mal eine Long-Position ab 0,73. 60 der Fall, Euro NZD. Tja, kam heute wieder mal an das Ausbruchsniveau. Wieder mal gescheitert im Rahmen der Nachrichten hier. Auch da muss man ganz klar sagen: Das Ausbruchsniveau, je öfter das angetestet wird, desto interessanter wird das ganze Ding. Also muss man ganz klar sagen: Euro britisch firmt, Euro US-Dollar, Euro NZD im Fokus. US-Dollar-Cut ist hier gekippt, sollte weitere äh, Verluste sehen, gerade auf dem H4-Chart. Wenn wir jetzt hier das Momentum tief brechen, wenn es unter die 1,3060 geht, dann ist das Ding auch hier übergeordnet dann auch mal Short, bis zumindest bis 1,2820 im, äh, im weiteren Verlauf sogar bis 1,2620. Ähm, ansonsten Britisch- und Kanadisch-Dollar, der soll nicht untergehen. Der hat hier den Ausbruch zwar gestern kurzfristig gemacht, aber das war halt direkt zu den Nachrichten und völlig überkauft. Also war schwierig, den Ausbruch zu handeln. Gerade so gestern mit den Volatilitäten zurechtzukommen, das war gar nicht so einfach. Was mir noch äh, prinzipiell gefällt, ist britisch von Schweizer Franken. Der kommt jetzt hier zurück an die ehemalige Unterstützung. Äh, wenn er jetzt hier dreht, also konkret bei 1,4910 und mit so einem 20-25 Pips Stop Loss wäre ich auch noch mal bereit, das alte Setup, das wir hier hatten, noch mal aufzusetzen. Das, warum nicht die 20 Pips kann, kann, können da nicht schaden. Um, und äh, zu, Kursziel wäre dann wieder die obere Seitwärtsphase. Ein, einmal hat es geklappt, wenn es jetzt das zweite Mal klappt, wäre gut. Äh, kann jetzt schon drehen, also das muss man ganz klar sagen. Aber prinzipiell wäre das ein gutes Setup. Ähm, ja, und daher würde ich sagen: keine Long-Position im DAX, solange der Euro so stark ist, solange der Euro über der Tages 200er ist, kann hier ein weiteres Momentum bis 1,16 stattfinden. Das wirkt sich negativ auf den DAX aus und der DAX ist dann short unter 10.050 bis in den Bereich von 9.880 Punkten. Solange der Dow Jones nicht das ehemalige Ausbruchsniveau aushebelt, ist er ebenso fragil und könnte hier nach unten abknicken. Dieses Risiko besteht und das zeigt sich vor allem im DAX. Bin halt. Heute mehr bärisch eingestellt, vor allem wenn das Vorwochen-Tief bricht. Aber wir werden schauen. Da, das habe ich schon Mittwoch so gesehen erwartet. Und ich meine, solange es nicht kommt, macht man auch keine Verluste, weil der Short da dann auch erst aktiviert wird, wenn der Kurs durchbricht. Aber wir werden schauen, wie sich der Markt heute generiert, auch zum Verfallstag. Die wichtigsten Marken haben wir. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.